Wir machen einen kurzen Ausflug ins Nervensystem und schauen uns mal an, wie das ganze Ding überhaupt aufgebaut ist. Also, was macht überhaupt das Nervensystem? Naja, wir haben Sinnesrezeptoren und die erfassen schlicht und ergreifend Informationen von der Außenwelt, aber auch von unserem Körperinneren und leiten das Ganze zum Gehirn. Und das Nervensystem kann einfach Sachen verarbeiten und Informationen speichern, aber auch auf gewisse Reize antworten mit Reaktionen. Und das Nervensystem reguliert gemeinsam mit dem Hormonsystem die verschiedensten Körperfunktionen. Das heißt, man kann sagen, das Nervensystem antwortet auf Änderungen und Anforderungen und hilft uns im täglichen Kampf ums Überleben. Die kleinste Baueinheit des Nervengewebes ist natürlich die Nervenzelle. Die Nervenzelle heißt Neuron. Und dazwischen liegt natürlich auch Bindegewebe und so weiter. Aber wenn wir jetzt einfach mal eine Nervenzelle anschauen, dann schaut das ein bisschen wie ein Komet aus. Wir haben hier den Nervenzellkörper. Der hat oben so Ästchen. Diese Ästchen nennen wir Dendriten. Davon hat er sehr viele. Das sind so kurze Fortsätze. Und der Nerv hat ein langes wegführendes Teil. Das nennen wir das Axon. Ein Neuron, also eine Nervenzelle, kann Informationen in Form von elektrischen Signalen weiterleiten. Jedes Neuron hat eine signalempfangende Seite und eine signalabgebende Seite. Empfangen tun die Dendriten, abgeben tut das Axon. Und empfangen, wie man hier sieht, wird über viele Kanäle und abgegeben immer nur über einen Kanal, nämlich immer nur über das Axon. Wo kann jetzt so ein Axon enden? So ein Axon kann an anderen Nervenzellen enden, an einem Muskel enden, mit einer sogenannten motorischen Endplatte oder an einer Drüsenzelle. Die Informationsübertragung im Nerv geschieht immer mit Strom, aber hier an den Enden, da haben wir Synapsen und da wird dann chemisch mit sogenannten Neurotransmittern übertragen. Im Nervensystem heißt hinführend afferent und wegführend bezeichnen wir als efferent. Also ein efferenter Nerv ist wegführend und zum Beispiel, wenn ich in Richtung Gehirn leite, dann sind das afferente Nerven. Also wenn ich etwas taste und es wird im Gehirn verarbeitet, ist es afferent. Wenn ich vom Gehirn aus zu einem Muskel sage, bitte beweg dich, dann ist das eine efferente Information. So schaut das Ganze aus. Wir haben hier unseren Nervenzellkörper. Hier haben wir die Dendriten. Wir sehen hier Synapsen, die diesen Dendriten Informationen geben. Die Information aus den Neurotransmittern wird in einen Stromimpuls umgewandelt. Entlang vom Axon wird der Stromimpuls weitergeleitet und hier unten wieder über eine Synapse in ein chemisches Signal umgewandelt. Hier unten sind die Neurotransmitter gespeichert. Die schwimmen über diesen synaptischen Spalt und werden an der postsynaptischen Membran aufgenommen und lösen dann einen Effekt aus. Das kann eine Muskelkontraktion sein, das kann eine Drüsensekretion sein oder das kann hier wieder von einem Nerven empfangen werden und wieder ein elektrisches Signal auslösen. Wie ist das Nervengewebe aufgebaut? Das haben wir uns jetzt gerade ein bisschen angeschaut, dass so eine Nervenzelle, so ein Neuron eben wie so ein Komet ausschaut. Wir haben kurze empfangende Fortsätze, das sind die Dendriten. Wir haben einen langen Fortsatz, der heißt Axon. Entlang vom Axon wird der Stromimpuls bis zur nächsten Synapse geleitet. Und das ist sozusagen die signalabgebende Seite. Im Nervensystem unterscheiden wir graue und weiße Substanz, so wie sie halt unter dem Mikroskop ausschaut, beziehungsweise wenn man gute Augen hat, sieht man das auch zum Beispiel beim Rückenmark. Der Schmetterling ist grau, der Rest ist weiß. Die graue Substanz sind die Nervenzellkörper, die weiße Substanz sind Axone. Wenn wir hier noch einmal eine Folie zurückgehen, dann besteht graue Substanz hier aus Nervenzellkörper und weiße Substanz sind eben hier die nebeneinander liegenden Axone. Und warum schaut das grau aus? Naja, ganz einfach, weil das hier eben dichter ist. Wenn ich mir viele Nervenzellkörper nebeneinander vorstelle, dann schaut das natürlich dunkler aus als nur diese Leitungsbahnen. Wie ist das Nervensystem organisiert? Naja, wir können es einteilen in ein zentrales und peripheres Nervensystem.
ZNS und INS. ZNS vereinfacht gesagt ist alles, was im Knochen liegt, das wäre Hirn und Rückenmark. Und das PNS, das periphere Nervensystem, alles, was den Knochen verlassen hat. Also die normalen Nerven, zum Beispiel der Nervus radialis, der Nervus ulnaris, der Nervus ischiadicus, das sind periphere Nerven. Um es medizinisch etwas konkreter zu formulieren, sobald ein Nerv die Hirn- und Rückenmarkshäute verlässt, gilt er als peripherer Nerv. Außerdem können wir das Nervensystem nach der Funktion einteilen in ein willkürliches und ein unwillkürliches Nervensystem. Das willkürliche heißt auch somatisches. Das ist zum Beispiel das Nervensystem, das wir nutzen, um unsere Muskeln zu bewegen. Und dann kennen wir das unwillkürliche Nervensystem. Das heißt auch autonomes oder vegetatives Nervensystem. Das wäre Sympathikus oder Parasympathikus, das zum Beispiel für eure Peristaltik der Gedärme zuständig ist. Das können wir natürlich nicht mit unserem Willen steuern. Schauen wir uns das Ganze noch einmal ein bisschen übersichtlicher an. Wir können das Nervensystem entweder anatomisch oder funktionell gliedern. Wenn ich das Nervensystem anatomisch einteile, dann teile ich nach ZNS und PNS ein. Wenn ich es funktionell einteile, unterscheiden wir somatisch und vegetatives Nervensystem. Somatisch oder vegetativ wäre willkürlich und unwillkürlich. Schauen wir uns einmal die anatomische Gliederung etwas genauer an. Anatomisch, ZNS, PNS, zentrales Nervensystem, alles was im Knochen ist, das wäre Gehirn und Rückenmark. Um es genauer zu sagen, alles was von Gehirn und Rückenmarkshäuten umgeben und von Liquor umspült wird. Und das periphere Nervensystem, das sind Hirn- und Spinalnerven, also die 12 Gehirnnervenpaare und die Spinalnerven und deren Äste. Wobei man hier aufpassen muss, wenn man es ganz, ganz, ganz genau nimmt, dann wären es nur die Hirnnerven 3 bis 12, weil der erste und zweite Hirnnerv technisch gesprochen noch Ausstülpungen des Gehirns sind. Aber normal umgangssprachlich genügt es vollkommen, wenn wir sagen, alle Hirnnerven zählen zum peripheren Nervensystem. Das periphere Nervensystem können wir weiter unterteilen in motorisches oder sensibles Nervensystem, also die Anteile motorisch, alles was Muskeln bewegt, sensiblen, alles was Sinnesreize weiterleitet. Das heißt, es gibt vielerlei Faserqualitäten, die geleitet werden können. Und wenn wir uns einen durchschnittlichen Spinalnerv anschauen, dann leitet dieser die Qualitäten somatomotorisch und somatosensibel sowie visceromotorisch und viscerosensibel. Was heißen jetzt diese Begriffe? Somato heißt Leib, viscero Eingeweide. Das heißt, ein gemischter Spinalnerv leitet sowohl Bewegung von Muskeln, als auch die Sensibilität der Peripherie, zum Beispiel, dass wir etwas auf der Haut spüren. Aber ein normaler oder gemischter Spinalnerv kann auch unsere Eingeweide bewegen, zum Beispiel Blutgefäße verengen oder erweitern. Und umgekehrt spüren wir auch Impulse aus den Eingeweiden, zum Beispiel, ob der Magen gefüllt oder leer ist. Wenn wir uns hier die funktionelle Gliederung noch einmal genauer anschauen, dann unterteilen wir in ein somatisches und ein vegetatives Nervensystem. Somatisches Nervensystem ist alles, was wir willentlich beeinflussen können. Also zum Beispiel unsere Skelettmuskulatur. Und das vegetative Nervensystem ist unwillkürlich. Dazu zählen der Sympathikus und der Parasympathikus. Wir sagen auch, dass der Sympathikus eher der Aktivitätsnerv ist und der Parasympathikus eher der Ruhenerv. Der Parasympathikus, das ist der Nervus vagus, also der 10. Hirnnerv und der Sakralparasympathikus. Und für hier wieder die, die es noch einmal genauer wissen wollen, bitte aufpassen, der 3., der 7. und der 9. Hirnnerv haben auch parasympathische Fasern. Hier ein paar Bilder, damit wir uns ein paar Sachen darunter vorstellen können. Wir sehen hier das Rückenmark. Und wir sehen hier auch die Fasern, die in die Peripherie ziehen. Das wären alles Spinalnerven, die hier wegziehen. Oben Gehirn, ZNS, geht nahtlos in das Rückenmark, auch ZNS über. Und sobald wir hier wegziehen, das sind alles Anteile des peripheren Nervensystems. Hier sehen wir noch einmal Gehirn und Rückenmark. Und hier sehen wir, das sind die Rückenmarkshäute. Das heißt, alles, was sich hier drinnen befindet, ist ZNS. Alles, was sich hier oben drin befindet, ist ZNS. Aber wenn hier die Hirnnerven austreten, das wäre
peripheres Nervensystem und auch hier diese Spinalnerven sind periphere Nerven. Hier sehen wir ein Gewusel von Nerven, das nennen wir einen Plexus, ein Geflecht. Das wäre zum Beispiel der Plexus brachialis, das Armgeflecht. Und aus diesem Plexus gehen zum Beispiel der Nervus medianus, der Nervus ulnaris und der Nervus radialis hervor. Wenn wir hier weiterschauen, das sehen wir es noch einmal schöner. Das ist Gehirn, das ist Rückenmark hier, das verlängerte Rückenmark. Und wir sehen hier, das Ganze liegt in den Rückenmarkshäuten. Natürlich ist das Gehirn und das Rückenmark vom Liquor cerebrospinalis umspült. Das ist die Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit. Hier sehen wir noch einmal die Äste vom Plexus brachialis und hier die weiteren Spinalnerven. Insgesamt haben wir 31 Spinalnervenpaare. Am unteren Ende des Rückenmarks haben wir den Plexus lumbalis und den Plexus sacralis. Aus diesem Plexigen, aus dem Plexus lumbalis zum Beispiel der Nervus femoralis hervor und aus dem Plexus sacralis unser Nervus ischiadicus. Hier sehen wir auch das Ende des Rückenmarks. Das hier wäre die Cauda equina. Das schauen wir uns gleich noch einmal etwas genauer dann in einer Folie an. Hier noch einmal ein paar Detailaufnahmen. Wir erkennen jetzt schon, da wir schon geübter sind, hier natürlich unseren Plexus brachialis und hier unten natürlich unseren Plexus lumbalis und unseren Plexus sacralis. Und all diese peripheren Nerven, die wir hier sehen, führen eben diese vier Faserqualitäten, nämlich somatomotorisch, somatosensibel, visceromotorisch und viscerosensibel. Und hier sehen wir das noch einmal mit dieser Cauda equina. Die Cauda equina liegt circa auf Höhe von L2. Und das dürfen wir uns nicht vorstellen, dass das hier plötzlich aufhört, sondern wir sehen circa hier oben ist das nicht mehr solide, sondern geht einfach nur mehr als einzelne Fasern weiter in den Oralsack und ziehen hier unten dann diese einzelnen Fasern als sakrale Nerven im Plexus sacralis raus. Ja, und wie immer bei der Neurologie, bitte die Nerven bewahren und gerne jederzeit Tipps und Anregungen für neue Videos geben.